Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Was mir aufgefallen ist, in den letzten Videos, die ich gedreht habe, habe ich total vergessen, mich vorzustellen, was ich jetzt immer getan habe. Und auch an all die, die neu zuschalten, dass du weißt, mit wem du es hier wirklich zu tun hast. Im wahren Leben nennt man mich Anne. Ich bin 35 Jahre alt und komme aus der wunderschönen Berg- und Rosenstadt Sangerhausen. Nun, jetzt hatte ich die ganze Woche Legungen über Schatzi en masse gemacht und es wird Zeit, dass wir einfach mal wirklich in die Zukunft schauen. Für dich persönlich, was auf dich zukommen könnte, weil auch du wichtig bist. Es ist natürlich nicht abwegig, dass hier auch etwas in der Liebe passieren könnte. Und dafür verwende ich dazu natürlich auch immer wieder die Engel der Liebitsch. Aber ja, jetzt lasst uns mal ein bisschen Kartenlege Dingens reinkommen, dass du das Gefühl hast, ich lege dir jetzt echt die Karten für kommende Woche. Und vielleicht trifft das auch auf dich hier zu. Als allererstes beginnen wir damit, dass wir schauen, welches Portal sich hier für dich öffnen darf. Und bitte bedenke, ich habe heute ein Schminkvideo hochgeladen. Schau dir das gerne auch einfach mal mit an. Es ist sehr lang geworden. Ich finde es aber sehr lustig. Und an all die, die das vergessen haben, heute ist es soweit, es ist heute Sonntag und das Video hier, ich habe es Morgenroutine genannt. Und für all die, die es wissen wollen, ne, was ich da so mache, schaut da einfach mal rein. Vielleicht hast du ein bisschen Langeweile jetzt zum Sonntag. Okay, wir legen losi. Welches Portal darf sich für dich öffnen? Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, für meine lieben Königinnen und Könige da draußen. Was kommt die kommende Woche auf dich zu? Um welches Datum es geht, siehst du ja in der Videoüberschrift. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, was jetzt so ab wann die kommende Woche losgeht. Ich habe es nicht mehr auf den Schirm. Aber gut, welches Portal darf sich hier kommende Woche für dich öffnen? Was könnte hier vielleicht äußerst positiv für dich sein? Oder was könnte wichtig für dich sein, wo du noch Defizite hast und wo du jetzt hingelenkt werden sollst? Wir haben die karmische Ratklärung. Und da geht es um eine energetische Reinigung. Schreibe deine Geschichte neu und lebe deine Wahrheit. Und diese Karte hatten wir diese Woche schon mal. Da ging es um deinen König, um deine Königin, dass hier jemand dazu aufgerufen wird, jetzt die Wahrheit zu leben. Aber ich möchte dich heute ansprechen und du bist in einer ähnlichen Energie. Für kommende Woche wird es Zeit, wirklich deine Wahrheit zu leben, deine Energien zu klären im Sinne von: Was möchte ich wirklich vom Leben? Was ist wirklich meine Wahrheit? Und bin ich auch mutig, diesen Schritt zu wagen und auch diesen Schritt zu gehen? Und da nehme ich dazu die Work Your Light Cards. Da sind immer mal noch so ein paar Fragen, die man sich stellen könnte oder eben auch eine spezielle Situation. Wir haben Anna, Großmutter Jesu, die Aussaat des Lichts, das Fundament legen und ein göttlicher Plan. Das finde ich toll. Also hier heißt es wirklich, mache dir einen Plan, mein Mädchen, mein Junge. Und schreite kommende Woche wirklich voran. Lebe dein wahres Selbst, deine Wahrheit im Sinne von: Was wollte ich schon immer mal tun? Was wollte ich schon immer mal machen? Wenn du keine Kohle dafür hast, machst du dir kommende Woche vielleicht einfach einen Plan. Wirklich ein bisschen brainstorm, was für dich wichtig sein könnte, was dich angeht. Ne? Nicht nur hier Schatzi oder so, es geht auch darum, dass du deinen Weg gehst und dich selbst verwirklichst und eben auch dein Potenzial lebst. Mir hat jetzt gerade die Kamera angezeigt, dass das Gerät ein bisschen zu heiß ist. Vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen zu heiß hier. Und es könnte sein, dass das ein bisschen auf den Ton umschwenken könnte. Ich möchte es aber jetzt trotzdem ausprobieren, die Legung hier weiterzumachen, weil sonst gehen uns wichtige Informationen verloren.
Ja. So, meine Lieben, was ist hier in der Liebe so los hier? Also für dich heißt es hier wirklich, lebe deine Wahrheit, lege das Fundament, irgendeinen Plan hast du, den du angehen solltest. Was kommt hier auch in der Liebe auf dich zu, damit verbunden? Wow, es geht um die wahre Liebe, mein Engel. Meine Fresse, was für eine Legung hier. Es geht um die wahre Liebe, um die Liebe deines Lebens. Um das vielleicht anzuziehen, um da vielleicht auch für zu stehen, um dich aber auch für eine Partnerschaft einzusetzen, für einen lieben Menschen einzusetzen, der dir wirklich am Herzen liegt. Aber im Allgemeinen kommt hier vielleicht, ich lade euch ja immer recht herzlich ein zu träumen hier, weil es eine allgemeine Legung ist, ne? Aber vielleicht kommt hier kommende Woche auch die wahre Liebe wirklich auf dich zu. Wenn nicht sogar die Liebe des Lebens. Das finde ich wirklich schön. Die Liebe des Lebens. Hoch auf die Liebe des Lebens. Und jetzt schauen wir einfach mal in die einzelnen Tage rein. Was nicht heißen soll, dass alles am gleichen Tag passiert. Das kann sich ein bisschen verschieben. Muss aber nicht, ne? Nagelt euch aber nicht so an den Tagen fest. Lasst uns mal reinschauen. Was kommt hier am Montag? Am Montag hast du das Gefühl, ein bisschen überfordert zu sein oder eine Herausforderung wirklich anpacken zu müssen, einfach weil du merkst, dass es an der Zeit ist. Ne? Aber ich gucke trotzdem nochmal in die Lenormores hier rein und da wollten zwei Karten fallen. Das ist der Anker und der Park. Das könnte hier wirklich etwas mit einer Herausforderung zu tun haben im beruflichen Bereich, mit mehreren Menschen. Es kann aber auch Montag irgendeine Person im Außen auf dich zukommen, der dich einfach belastet, der dich auch einfach irgendwie stört. Wo es aber heißt, auch durchzuhalten. Ja, wo es jetzt nicht heißt, nur weil irgendjemand jetzt belastend dir gegenüber ist oder eine Arbeit nicht so einfach ist oder ein Business nicht so einfach ist, auf die Beine zu stellen, heißt es hier, halte jetzt durch. Weil hier kommt einfach eine energetische Reinigung. Das hat alles seinen Zweck, das heißt, hat alles seinen Sinn. Weil ich jetzt sage, halte hier durch, ist es so, dass du vor einer Herausforderung stehst. Und klar kann es sein, dass du eine innerliche Kündigung vielleicht auch schon hast, weil du auf den ganzen Kladderadatsch, was da gerade bei dir vielleicht auch beruflich abgeht, keinen Bock mehr hast. Ne? Es können jetzt zwei Seiten der Medaille sein. Also einmal, du spürst immer mehr den Druck, du spürst immer mehr die Herausforderung im finanziellen, beruflichen Bereich. Oder eben immer mehr den Druck, die Herausforderung mit einer Person. Das ist hier auf jeden Fall am Montag so angezeigt, dass du hier ordentlich erstmal zu tun hast, um wirklich gefühlt diese 10 der Stäbe auch dorthin zu bringen, wo sie hingehören. Ich kriege hier nicht so rein, dass, ich kriege es auch so rein. Es wäre auch möglich, dass dich das mit der Arbeit so sehr belastet, dass du wirklich überlegst, diesen Sack hier einfach beiseite zu stellen und wieder leicht, mit Leichtigkeit einfach nach Hause gehst und sagst, hier, ich kündige. Ne? Auch wenn das jetzt nicht zwingend die Karte ist des Kündigens. Ne? Ich habe jetzt schon rein intuitiv gesagt, halte durch, weil ich bin Steinbock. Ja? Und der Steinbock, die saturnische Energie, steht für Arbeit. Und es könnte hier Schwierigkeiten geben oder Herausforderungen. Und ich habe jetzt so rein intuitiv gesagt, aber lass dich nicht entmutigen, sondern halte durch. Ne? Lassen wir uns mal auf den Dienstag ein. Guck mal, da haben wir den Page der Kelche. Am Dienstag gibt es eine Möglichkeit, sich zu verlieben, sich zu treffen, ein schönes Telefonat zu führen, irgendwie tolle Voicemails sich auszutauschen, ein bisschen liebevoll zu texten mit irgendjemandem. Es kann jetzt wirklich um die Liebe gehen, es kann aber auch ein Freund sein, eine Freundin sein, der Partner,
die Partnerin, aber schau dir das an. Hier geht es wirklich um den Austausch von, wann wollen wir uns sehen, wann wollen wir uns treffen, steht das Treffen noch, wollen wir das, wo wollen wir hin? Und hier geht es ja um die wahre Liebe, ne? Also am Dienstag ist hier auf jeden Fall Message-Austausch. Wie gesagt, auch so ein Vibe von, wow, ich verlieb mich hier gerade, ne? Vielleicht auch so ein schöner Austausch, dass man sich gerade verliebt. Also es ist auf jeden Fall ein sehr hübscher, eine sehr hübsche, mit der du es hier zu tun haben könntest. Und hier reicht dir sozusagen gefühlt jemand die Hand, hier streckt jemand so ein bisschen die Fühler aus, wie es denn aussehen könnte, ob man sich nicht hier mal bald sieht, trifft oder sonstiges. Es kann, muss jetzt nicht zwingend, nur weil ich die wahre Liebe hier drin habe, muss es nicht zwingend um romantische Natur gehen. Es kann auch sein, dass du schon längst weißt, dass du dich kommende Woche mit irgendeinem Typen, mit irgendeiner Kirsche triffst. Es kann ein Freund, es kann wirklich ein Freund sein, es kann eine Freundin sein. Aber hier geht es schon so ums Verlieben. Ne? Ich traue mich gar nicht so tief einzutauchen hier, das, weil ich will euch nicht enttäuschen. Ne? Aber hier geht es schon darum, dass hier am Dienstag so ein bisschen, dass man sich hier wirklich verlieben könnte, treffen könnte, mit irgendjemandem texten könnte, ein liebevoller Austausch. Lasst uns mal auf den Mittwoch schauen. Auf den Mittwoch haben wir die Kraft. Da kommst du in eine Energie, wo du in etwas die Krallen zeigen sollst. Es könnte aber auch sein, dass jemand Drama machen könnte. Und das passt auch auf die Kombination der Astrologie. Wir haben ja jetzt bald den Mond im Löwen. Und hier könnte, ja, und genau am Mittwoch wird ja auch im astrologischen Bereich angezeigt, dass jemand Drama machen könnte. Es könnte eine plötzliche Trennung geben. Es kann aber auch sein, dass du in irgendeiner Angelegenheit Drama machst. Nicht zwingend mit einem Typen, mit einer Kirsche, mit dem du flirty-hurty unterwegs bist, ne? Sondern dass das einfach wirklich auf den Tag selbst um jemanden geht, um etwas geht, wo es Diskussionen gibt und wo es wichtig wird, dass du hier Krallen zeigst, dass du dich hier in irgendetwas bewährst. Weil hier heißt es ja, lebe deine Wahrheit. Und hier geht es um Diskussionen, wo es darum geht, Stärke zu beweisen, Stärke zu zeigen und ja auch deinen Plan auch irgendwo durchzusetzen. Irgendjemand könnte dir am Mittwoch einfach auf den Sack gehen, dass du vielleicht auch bereit bist, plötzlich zu kündigen, eine plötzliche Freundschaft, eine plötzliche Verbindung vielleicht auch einfach zu trennen. Oder jemand anderes in deinem Umfeld, du könntest einfach nur mitbekommen und dir sagen, alter Verwalter, was macht denn der hier für Drama? Ne? Das ist ja hier eine Diskussion, das ist ja hier lange Rede, gar keinen Sinn. Und du könntest mitbekommen, wie jemand eben anfängt, Krallen zu zeigen, sich wehren zu wollen, sei es im beruflichen Bereich, sei es, dass es deine Schwester ist, dein Bruder ist, jemand aus der Familie, vielleicht auch ein Kind, was Drama macht. Und wo du mit einem Kind vielleicht auch diskutieren musst, ja. Es sind alltägliche Dinge. Es muss ja nicht jeden Tag immer irgendwas Krasses passieren. Aber Mittwoch hat so die Tendenz dazu, Dinge fallen zu lassen, etwas zu diskutieren, sich zu streiten. Aber in erster Linie, dass du dich hier aber auch durchsetzt in einer Diskussion, ja. Jetzt schauen wir mal auf den Donnerstag. Der Donnerstag bringt dir das Rad des Schicksals, das plötzliche Glück, eine plötzliche Wende. Und genauso ist es eben astrologisch angezeigt. Wer hier Bock hat, sich nächste Woche noch ab Mittwoch zu streiten, weil der Mond dann im Löwen ist, und zu diskutieren und auf plötzliche Trennung, wird Donnerstag merken, das hätte gar nicht nötig sein müssen. Das war doch bekloppt. Ne? Und deswegen hier eine plötzliche Wende, eine plötzlich positive Wende habe ich hier am Donnerstag für dich. Ein glücklicher Zufall aber auch mit dem Baum, was das Ganze hier auch wieder ganz schnell in Heilung bringen wird. Ne? Und das finde ich wunderschön. Lasst uns mal auf den Freitag schauen. Huch, hast du das gesehen?
Die Königin, die schmeißt die Karten hier rum wie eine bekloppte Sau. Freitag. Was kommt auf den Friday? Soll ich die nehmen? Oh, der König der Münzen. Und ihr wolltet noch eine fallen, deswegen war ich jetzt so unsicher. Und der Hierophant. Am Freitag hast du definitiv Kontakt mit jemandem, dem du vertraust, den du auch vertrauen kannst. Hier geht es um gegenseitiges Vertrauen. Hier geht es aber auch um einen Kontakt, den Sinn zu finden zu jemandem, mit jemandem. Ne? Wo ist hier die Sinnhaftigkeit des Ganzen hier? Es ist. Oh, die anderen Karten. Kleinen Augenblick mal bitte. Es könnte auch hier ein verheirateter Mann sein, eine verheiratete Frau, ein vergebener Mann, eine vergebene Frau. Und wir haben hier aber die Sonne und wir haben hier die Schlange. Und hier haben wir den Ring. Es geht darum, dass du wahrscheinlich Freitag vielleicht wirklich ein Treffen haben würdest oder ein Treffen hast, so rum. Und wo es darum geht, die Dinge auszuräumen, die schiefgelaufen sind, aber auch Licht ins Dunkle zu bringen, was es vielleicht auch mit einer anderen Frau, mit einem anderen Mann hier vielleicht auf sich hat. Das kann auch sein. Im Allgemeinen habe ich erstmal hier, dass du am kommenden Freitag den Sinn mit ihm, mit ihr suchen wirst, was das, ob du hier jemanden vielleicht wirklich vertrauen kannst. Aber ich sehe ja auch, dass du das kannst. Ich sehe, dass du das kannst. Also ein Go for you, ne? Es kann sein, dass du in einem Kontakt bist, wo dich der Sinn nicht so richtig dahinter erschließt, weil du das Gefühl hast, hier ist jemand vielleicht auch noch mit jemand anderes glücklich. Ja? Es ist vielleicht alles so flirty-hurty und so weiter, aber Freitag hinterfragst du so ein bisschen den Sinn, stellst hier jemanden vielleicht auch auf die Probe. Aber wenn es hier nicht um eine andere Frau geht, dann kommt hier, ist hier, hast du mit jemandem zu tun, der von weiter weg, also der ist irgendwo weiter weg von dir, abseits von dir. Vielleicht auch irgendwo im Süden in der Sonne, vielleicht auch irgendwo im Urlaub. Das kann auch sein. Und da hast du aber einen bestimmten Kontakt zu diesenjenigen. Ja. Also, wir haben hier die Sinnhaftigkeit, das gegenseitige Vertrauen, Geduld am Freitag, wenn es um den Erfolg geht, einer möglichen Verstrickung auch oder einer möglichen Distanz. Da ploppt hier etwas auf, ein Gefühl davon, dass du Geduld haben musst mit einem bestimmten Mann, mit einer bestimmten Frau, dass das Ganze in den Erfolg geht. Also die Energien sind sowieso so, dass wir kommende Woche dazu hingeführt werden, uns wirklich immer wieder und immer wieder in Geduld zu üben, meine Lieben. Ja, es kann auch sein, dass dir Freitag eine Freundin schreibt, ein Freund schreibt, sie hat hier sie oder er hat hier irgendwie Erfolg. Vielleicht erhält hier jemand einen Antrag, vielleicht sagt dir ein Freund, eine Freundin, hey, wir sind jetzt ein Paar, wir sind jetzt zusammengekommen, wir haben uns nochmal ausgesprochen, ja. Und das Gleiche kann auch für dich hier tatsächlich stehen, weil eben hier steht, lebe deine Wahrheit, Aussaat des Lichts, das Fundament legen, dass du eben am kommenden Freitag hier dich mit jemandem aussprichst, der nicht zwingend um dich drum herum ist, und hier neues Vertrauen wieder entstehen darf. Wir haben den Samstag, da geht es um die Fire-Eye, aber auch wieder um eine Hochzeit vielleicht. Ich habe hier eine Königin der Schwerter.
Und du bist hier in dieser Energie. Du könntest am Samstag zu irgendeiner Feierlichkeit eingeladen sein. Und da ist eine Frau, die ist sehr kopflastig. Vielleicht auch du selbst. Sehr im Kopf, nicht in den Emotionen. Kleinen Augenblick bitte. So, weiter geht's. Samstag ist irgendeine Feierlichkeit, eine Party, du kannst dich freuen. Und da haben wir hier, oh ja, da haben wir den Bären und den Turm. Es kann hier möglich sein, wenn du hier selbst die Königin der Schwerter darstellst, du darfst dich über etwas wirklich freuen. Vielleicht, weil hier jemand wirklich jetzt vorhat, sich zu trennen und sich zu lösen von einer anderen Frau, von einem anderen Mann. Gleichzeitig kannst du oder wirst du Samstag irgendeinen Abschluss feiern. Irgendwie vielleicht eine Vertragsunterschrift, irgendetwas, was durchgegangen ist. Einfach, ne? Das ist ja hier der Bär, irgendeine juristische Person vielleicht auch da in seinem Moloch hier. Aber gleichzeitig kann es auch so sein, dass du das Fundament neu legst, weil die Königin der Schwerter kann auch für Trennung stehen. Wenn du noch vergeben bist, verheiratet bist, dann so blöd wie es klingt, hier könnten einige ihre Scheidung feiern, ne? Oder feiern, dass sie sich jetzt endlich getraut haben, sich hier von jemandem zu trennen, sich von jemandem zu lösen. Ja. Es ist einmal ein Erfolg, eine Freude über eine Distanz, eine Freude über eine Trennung tatsächlich, die hier irgendwie stattfindet, was gleichzeitig die Freude beinhaltet eines Neuanfangs. Aber hier werden gewisse Leute gehen müssen. Ja, man freut sich vielleicht auch über die Klarheit und eben über die Wahrheit, ja, die hier tatsächlich kommende Woche auf den Tisch kommt. So, dann lasst uns mal auf den Sonntag schauen. Oh, und der Sonntag, der wird gar nicht so ruhig, ne? Wo du sonst immer so Chilli-Milli machst. Gibt es hier irgendjemanden, der dich Sonntag so ein bisschen zutexten könnte und dich so ein bisschen ärgern will, obwohl du in froher Laune sein könntest und das Leben feiern könntest, weil hier behördliche Angelegenheiten einfach durch sind, weil du ein Thema in der Liebe geklärt hast. Aber irgendjemand könnte Sonntag hier noch Ärger bereiten und vielleicht auch vor deiner Tür stehen. Ich weiß es nicht. Ne? Ja, hier gibt es auf jeden Fall mit jemandem noch ein bisschen Streit- und Diskussionspotenzial. Ne? Ganz einfach, weil hier jemand auch beginnt, sich da zu entscheiden, hey, ich will hier jetzt Klärung haben. Ne? Also so leicht lasse ich dich hier nicht laufen. Weil hier ist noch was unklar. Ich brauche hier noch irgendwas von dir. Ne? Es kann aber auch sein, dass du sonntags noch mal irgendwie Beef machst mit jemanden oder Beef hast, weil dir noch etwas unklar sein könnte, um letztendlich wirklich in die positive Veränderung gehen zu können. Okay, also es sind tatsächlich hitzige Themen, die hier aufkommen. Es ist keine so ganz leichte Woche. Leicht ist die Woche auf jeden Fall mit jemandem, mit dem du hier flirty-hurty unterwegs bist. Es kann tatsächlich möglich sein, dass du dich scheiden lässt, dass du dich kommende Woche trennst von der scheinbaren Liebe des Lebens. Das wäre auch möglich. Und dann kann es auch sein, dass dieser Typ diese Kirsche auf einmal anfängt, Terz zu machen und dich hier vielleicht auch sonntags noch belatschert, um dir hier irgendwie vielleicht noch Druck zu machen. Aber ich bleibe auf der schönen Seite des Lebens hier mit dir zusammen, indem ich einfach sehe, du reinigst alles kommende Woche definitiv energetisch.
Du säst das Licht aus, das Fundament für dein Leben, auch wenn du jetzt durch Schwierigkeiten und Hindernisse durch musst, auch durch Konflikte und Komplikationen. Aber die wahre Liebe steht hier in der Tür, die definitiv, wo ihr Dienstag oder in der nächsten Zeit hier richtig geil texten werdet, was aber dann daraus resultiert, dass man hier mit jemandem anfangen muss, eine Diskussion zu führen, vielleicht auch die Wahrheit auszuleben, was eben aber auch weiterhin führend dahin geht, dass mit dieser glücklichen Wende plötzlich wieder dein Leben hier im Mittelpunkt steht und du aber auch gefühlt in Heilung gehen kannst, weil du jetzt Entscheidungen triffst, die du so nie getroffen hättest. Es ist, wie gesagt, Freitag kommt hier auch immer mehr Klärung rein, da kommt mehr Sinnhaftigkeit rein, was hier auch eine Verbindung an sich auf sich hat. Freitag ist es so gefühlt, es ist ein sonniger Weg, aber ein langer sonniger Weg. Etwas zieht sich noch ein bisschen in die Länge, damit du das bekommst, was du wirklich erhältst. Also hier ist noch mal so ein bisschen, wo du noch ein bisschen abwarten musst. Vielleicht, dass du dich mit einem neuen Typen triffst, mit einer neuen Kirsche triffst. Vielleicht ist ja klar, wenn du dich jetzt trennen möchtest, gibt es ja doch noch gewisse Dinge hier einfach zu klären. Und nur weil man sagt, ich lasse mich jetzt scheiden, heißt das ja nicht, dass du morgen schon geschieden bist und solche Dinge. Ne? Wie gesagt, am Samstag habe ich hier einfach eine Feierlichkeit, eine Erfreulichkeit für dich. Das ist aber was, wo du einfach den kühlen Kopf bewahrst und wo es nicht mehr um Emotionen oder Sonstiges geht. Es kann um behördliche Angelegenheiten sein, es kann um die Trennung eines bestimmten Typens gehen, einer bestimmten Kirche in deinem Umfeld oder du selber bist hier eben betroffen. Ja? Aber es ist erfreulich hier scheinbar für dich, dass hier etwas irgendwie beendet wird, dass hier etwas durchgeht, dass hier, es ist quasi wie eine Zusage für dich. Und wie eben nochmals beschrieben, für den Sonntag gibt es nochmal einen spielerischen Streit, aber das ist schon so ein bisschen Gerangel, weiß ich nicht, lass das Handy am besten aus, wenn du Ruhe haben möchtest am Sonntag, weil hier geht es einfach noch um gewisse Entscheidungen, die echt noch geklärt werden müssen, damit du hier auch eine positive Veränderung wirklich eingehen kannst und letztendlich wirklich das Fundament leben kannst, letztendlich die wahre Liebe wirklich leben kannst und eben auch einfach deine Wahrheit leben kannst. So, so sieht das aus, meine Lieben. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, täglich 14 Uhr hier zu sein. Abonniere einfach diesen Kanal kostenfrei. Aktiviere die Glocke daneben und so bekommst du von YouTube immer eine Message, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Komm auf meinen WhatsApp-Channel, auf Instagram und Facebook, ist hier unterm Video verlinkt. Und vergiss nicht, dir mein Schminkvideo anzuschauen. Ich will auch deine Meinung wissen. Viel Spaß damit. Schönen Sonntag noch, ihr Lieben. Ich hab euch lieb. Ciao.